Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir relativ einfach fehlerhafte Windows-Einstellungen aufspüren und reparieren, ja, beheben können. Aber auch, ja, überhaupt, wenn wir Probleme mit unserem Windows-Betriebssystem haben, ja, sei es, wir haben Probleme mit dem Internet Explorer oder Windows Explorer vielleicht oder Netzwerk, Internetverbindung, Windows Firewall Updates und so weiter, oder aber auch vielleicht wenn wir Probleme haben mit ja, fehlerhafte Dateienberechtigung und so weiter. Also jede Menge bekannte Probleme. Und zwar gibt es hier einen Tool, das ist jetzt hier die offizielle Website hier, ja, tweaking.com. Das Tool nennt sich hier Windows Repair. Wir sehen hier aktuell die Version 4.0.13. Das ist jetzt hier der Download-Link. Genau, das Tool, das ist, es gibt eine kostenlose Version, die wir jetzt hier benutzen werden in dem Video. Es gibt auch eine Pro-Version, die hat ein paar Optionen mehr, ja, kann man ein bisschen mehr machen. Hier sieht man nochmal die Preise halt. Es gibt hier einen Installer, eine portable Version. Ich werde jetzt mal hier den, ja, direkt Download benutzen, hier die portable Version benutzen, einfach draufklicken und die kostenfreie, ja, und einmal herunterladen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ups, okay, das läuft. Hier, das dauert ein bisschen, ja, einen kleinen Moment. Und schon, wir öffnen einfach mal hier den Ordner, beziehungsweise ich ziehe das mal vielleicht hier auf dem Desktop und schließe hier alles. Das dauert einen kleinen Moment, genau. Und zwar finde ich das Tool hier ziemlich praktisch, ja, das kann uns dabei helfen, wie gesagt, jede Menge, ja, zumindest bekannte Probleme hier zu beheben. Das macht das Tool für uns und wir werden dann gleich sehen, wenn das jetzt hier durch ist. Okay, das ist schon ausgepackt hier, okay, das habe ich, genau, genau, also normalerweise, wenn wir jetzt, ich guck mal hier in den Download-Ordner, das ist genau eine ZIP-Datei, eine Archive, das müssen wir auspacken, das habe ich jetzt schon gemacht hier. Und wenn wir jetzt den Ordner hier öffnen, haben wir hier die Repair Windows, ja, die Exe-Datei hier. Ich starte das jetzt einfach mal als Administrator. Ich muss jetzt hier nichts installieren, ja, ich habe da die portable Version heruntergeladen. Und ja, wenn das Tool jetzt zum ersten Mal startet hier, dauert ein paar Sekunden, genau. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Wir müssen uns hier die, ja, License hier durchlesen und akzeptieren. Und genau, schon sind wir hier auf der Oberfläche, die ja auch ziemlich übersichtlich ist. Wir werden das jetzt hier überspringen. Also wenn wir jetzt hier, genau, hier haben wir die Tabs hier, die Tabs, ja, hier haben wir die Möglichkeit Backup. Tools. Wir können uns eine Registry Backup erstellen, das wurde auch empfohlen. Permissions Backup, das ist nur für die Pro-Version, die, wie wir gesehen haben, $24 oder so kostet. Und hier können wir uns ein, ja, Restore Point erstellen. Genau, wie wir hier sehen können, das wird hier dringend empfohlen, dass wir das Tool in den Safe Mod mit Netz, also ja, ein Safe Modus mit Netzwerk Komponente halt laufen lassen, um beste und schnellste Ergebnisse zu erzielen. Ich, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in den Safe Mode zu starten, zu rebooten. Ich lasse das jetzt aber mal so jetzt hier. Und genau, hier haben wir vielleicht, was uns interessiert jetzt, Repairs, das ist das, ja, Hauptmenü hier.
Wir sehen, hier ist schon ja das Häkchen hier gesetzt. Das macht auch ein Backup von unserer Registry, von Windows Registry. Vorsichtshalber, falls da irgendwie was schief läuft. Und ja, hier haben wir einmal, ich gucke mal ganz kurz hier, Open Repairs. Hier können wir auswählen, was wir reparieren wollen. Aber ich gehe jetzt hier erstmal raus wieder. Genau, also hier haben wir einmal die Preset All Repairs. Ja, das, wenn das Betriebssystem irgendwie gar nicht mehr läuft, dann können wir einfach alles zurücksetzen. Ja, das wird hier. Ja, die Dateiberechtigungen, Windows, Firewall, Einstellungen, Explorer und so weiter. Proxy Settings. Das wird ja quasi das komplette System hier einmal zurückgesetzt auf dem ja Default Einstellungen. Das ist vielleicht nicht so empfehlenswert. Ja, am besten ist es natürlich, wenn wir unsere Probleme identifizieren können. Und hier haben wir die Möglichkeit, hier sind zum Beispiel ein paar ja häufige Probleme, allgemeine häufige Probleme. Ja, das sind jetzt hier, haben wir die Möglichkeit nochmal auszuwählen oder rauszunehmen. Hier genau, schließe das mal wieder. Hier haben wir die Möglichkeit, hier Einstellungen, die vielleicht durch irgendwelche Malware geändert wurden. Ja, das ist hier schon so voreingestellt, alle sozusagen wie Dateiberechtigung, Serviceberechtigungen, hier Permission, Windows Firewall, die Hostfile vielleicht und so weiter, Netzwerkeinstellungen, Proxy-Einstellungen, Windows Update. Ja, das ist hier schon so ausgewählt jetzt, speziell für Malware, was da. Hier haben wir nur für, wenn wir vielleicht nur Probleme haben mit Dateiberechtigungen. Ja. Oder hier nochmal mit Windows Update, ja, wenn wir da Probleme haben mit dem Windows Update und Firewall hier, dann wird das eben nur das zurückgesetzt, ja. Das ist, wie gesagt, besser, wenn wir nur, ja, das zurücksetzen, was, womit wir Probleme haben, damit das Tool hier nicht hier auf dem ganzen System hier, ja, eingreift und die Einstellungen alle zurücksetzt. Aber wenn es ja gar nicht mehr hilft, vielleicht bevor wir Windows einmal neu komplett installieren, können wir damit versuchen, hier die ja damit zurückzusetzen, die ja falsche Einstellungen vielleicht zu reparieren. Hier haben wir übrigens Pre-Repairs. Ja, so eine Art Wizard hier, das können wir alles sonst durchklicken und das macht dann alles. Das wird dann alles zurückgesetzt, ja, alle Einstellungen. Irgendwo war aber, was ich jetzt suche, Reboot, wir können Step 2, genau, pre-scan. Hier können wir einmal, wenn wir nicht sicher sind, können wir einmal scannen hier unser System nach Fehler. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ich kann das jetzt wahrscheinlich, kann ich das noch abbrechen hier? Keine Ahnung. Okay, wenn wir jetzt da nicht sicher sind und ansonsten, wie gesagt, wenn Windows gar nicht mehr läuft, können wir hier alles auswählen halt, was nicht so empfehlenswert ist, und einfach dann hier auf Start Repairs und schon geht es los hier. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber ja, genau, das war es auch schon alles. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch geholfen hat, um ein Like und ein Abo vielleicht, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.